Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Feinde deiner Feinde Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Feinde deiner Feinde von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 8. Album von Freiwild. Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und zwar war das diese hier, das sogenannte Flight Case, also dieser Koffer, mehr oder weniger. Den habe ich euch schon vorgestellt in einem anderen Video. Und es gab das Album dann aber noch in einer anderen Box. Und zwar in dieser Holzbox. EMP Limited Fan Edition. Bedeutet, diese Box gab es wirklich nur exklusiv über EMP zu bestellen damals. Wir haben hier eine klassische Holzbox mit so einer ziemlich auffälligen Maserung. Also nicht so einheitlich braun, sondern wirklich so mit Flecken und Sprenkeln hier. Dann natürlich das Freiwild-Logo bzw. den Schriftzug hier so reingeätzt und darunter der Albumtitel Feinde deiner Feinde. EMP Limited Fan Edition. Auf der Unterseite ebenfalls in dieser Maserung und wir haben dann hier noch, es klappert schon, einen Sticker mit einem Barcode drauf. Hier lesen wir EMP und den Barcode. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier an der Seite öffnen, also dieser Deckel ist zum Rausschieben. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, Feinde deiner Feinde. Dann einen kleinen Aufnäher, so einen Patch. Eine Halskette mit einem Dogtag dran. Ein Sticker. Ein Button. Und eine Autogrammkarte. So, von innen die Box. Natürlich auch wieder in dieser Holzoptik. Allerdings etwas heller das Holz. Und auch etwas einheitlicher so von der Maserung. Dann werden wir diesen Deckel wieder zuschieben und die Box zur Seite packen. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das Ganze ist noch eingeschweißt, bedeutet, wir machen hier als erstes mal die Folie ab. So, wo bietet sich die Schweißnaht an? Hier zum Beispiel an der Seite. So, wir haben hier so einen Schuber, einen ziemlich massiven, stabilen Kartonschuber. Hier oben mit so einer Auslassung, mit so einem Sichtfenster. Freiwild, Feinde deiner Feinde lesen wir hier. Dann haben wir hier die vier Bandmitglieder abgebildet, also so streifenförmig ihr Gesicht. Und dann lesen wir hier noch FSK 12, bedeutet wir werden hier auch eine DVD vorfinden. So sieht das auf der Seite aus. Katalognummer ist hier mit dabei. Das Ganze natürlich erschienen über Rookies und Kings. Die Beteiligten und ein Barcode. Und hier oben haben wir dann die Tracklist. Also wir haben hier auf dieser CD insgesamt 21 Tracks. Und wir haben hier die DVD mit unter anderem Making-of, Musikvideos. Diverse Musikvideos sind hier mit drauf. Und was lesen wir hier dann noch? Feinde deiner Feinde, mach dich auf. Okay, also 8 Musikvideos plus eben das Making-of zum Album. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Jetzt ist das Ganze leer. Ja. Und so sieht dann die eigentliche Verpackung aus. Das Ganze kommt in einem Digipack. Das ist das eigentliche Cover. So sieht das aus. Dann haben wir hier auch nochmal die Tracklist, sowohl der CD als auch der DVD. Und hier Philipp mit seiner Gitarre, Beteiligte plus Barcode. Also diese Edition kann man auch ohne der Box kaufen, natürlich im Handel. Wir haben hier Jonas, Christian und den Jochen. Und dann haben wir hier CD und DVD. Das ist einmal die CD, kommt hier in so einer schwarzen Plattenoptik, also es sieht so aus wie eine Vinyl hier mit diesen Rillen sogar. Dahinter wieder Jonas. Und auf der rechten Seite haben wir dann
nochmals den Christian. Also alle vier Herrschaften, wenn man jetzt die CDs da entsprechend rausnimmt und die DVD, dann sieht das so aus. Alle vier Köpfe hier kommen zum Vorschein. Das ist die DVD mit dem FSK 12 Hinweis. Oben hier bei Philipp einfach zum Klappen und hier unten beim Jochen haben wir das Booklet drin. Das ist ziemlich dick, denn wie man es von der Band kennt, haben wir hier alle Lyrics mit drin. Also, alle 21 Tracks haben hier ihre Lyrics mit dabei. Dazwischen gibt es natürlich auch Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Das Artwork hier komplett in diesem Schwarz-Weiß und Gold. In meinen Augen eine sehr gelungene Farbkombination, Schwarz-Weiß und Gold. Dann ein Schwarz-Weiß-Foto der Band. Und wie ihr seht, sehr, sehr textlastig das Booklet, also ohne Ende Texte. Und zum Abschluss gibt es dann natürlich auch noch die Credits zum Album und ein Foto. Gut, das war's zum Booklet. Oh, hier ist noch was drin. Was haben wir hier? Aha, okay. Also, deine Gewinnchance, große Verlosung zur Freiwild Unplugged Arena Show 2013. 500 Freitickets im Pott gab es damals zu gewinnen. Okay, ich gehe mal davon aus, ich bin hier ein paar Tage zu spät dran. Das wäre mein Code gewesen, den hätte ich hier einlösen können. Hier gibt es noch Merchandise und Infos zum Rookies & Kings Store. Okay, dann packen wir das wieder zurück. Ebenso das Booklet. Machen hier zu. So viel zum Digipack. Das machen wir wieder rein. Ist die Frage. Ja, oh ja, natürlich so, damit das Cover auch entsprechend zur Geltung kommt. Mit den Gesichtern hier. Ja, genau. Und das hier mit Sticker gelöst, bedeutet, den können wir dann noch abmachen. Dann haben wir noch einen zweiten, also den ersten Sticker. Das ist natürlich hier nur Ballast, den wir dann noch loswerden können. Aber das ist ein richtiger Sticker hier im Querformat. Freiwild, Feinde deiner Feinde, freiwild.net. So sieht er aus. Dann ist mit dabei ein Button. Feinde deiner Feinde mit dem Geweih. Ein kleiner Button hier in schwarz und weiß. Dann gibt es eine Halskette. Jetzt ist die Frage, genau, hier oben ist der Verschluss. Also eine klassische Halskette mit einzelnen Kügelchen. Und hier unten dann der Anhänger, die Dogtag. Auf der einen Seite mit Freiwildprägung und auf der anderen Seite mit Feinde deiner Feinde geprägt. Das Ganze ist so matt, also nicht glänzend, sondern wirklich so mattgrau. Dann haben wir mit dabei einen kleinen Patch. So sieht er aus. Kann man sich aufbügeln, aufnähen, wo immer man möchte. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch eine Autogrammkarte. Hier die vier Herrschaften mit einem Einkaufswagen unterwegs. Alle vier haben hier unterschrieben. Und links wieder das Logo bzw. der Schriftzug. Und auf der Rückseite, was haben wir hier? Xmas Tour 2012. Also hier gab es noch Dates kurz vor und nach Weihnachten. Das war generell die Feinde deiner Feinde Arena Tour quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ja, und das ist die Autogrammkarte. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte von allen vier Herrschaften unterschrieben im Querformat. Dann haben wir diesen kleinen Aufnäher hier, den Patch, den Button in schwarz und weiß, den Sticker im Querformat, die Halskette hier mit beidseitig gestalteter Dogtag und natürlich das Album an sich hier in diesem Kartonschuber mit insgesamt 21 Tracks plus der DVD kommt hier im Digipack in diesem Kartonschuber. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box EMP Limited Fan Edition von Feinde deiner Feinde von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box?
Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr freiwillig unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.